Господине Мартенс, вие ги помагате германските компании кои доаѓаат да инвестираат во Северна Македонија и во Косово со различни услуги. Како ќе бидат погодени германските инвеститори во овој регион со новите правила за вработување што ќе стапат во сила од 1. март? Für die deutschen Unternehmen in Deutschland ist natürlich ein Fachkräftemangel im Moment das wichtigste oder das größte Problem, die größte Herausforderung. Aber gleichzeitig benötigen die deutschen Unternehmen auch Ausweichstandorte, in denen sie noch produzieren können, weil die Produktion in Deutschland mittlerweile zu teuer geworden ist in vielen Bereichen. Ich denke, für uns ist das Wichtigste, dass wir die Stabilität des Westbalkans, hier insbesondere Nordmazedonien, nicht gefährden und trotzdem dem Ausgleich die Balance finden, denen auch die Interessen der deutschen Unternehmen gerecht werden können. Die größte Herausforderung ist eigentlich auch zu differenzieren. Wir haben hier in Nordmazedonien eine überwältigende Akademisierung der Gesellschaft, die natürlich auch zu einem enormen Erwartungshorizont führt. Und man muss einfach ganz nüchtern mal sagen, die meisten, die hier ausgebildet worden sind, sind im Schwerpunkt auch Gesellschaftssozialwissenschaften. Und das ist jetzt sowohl hier in Nordmazedonien als auch in Deutschland nicht unbedingt das, was der Arbeitsmarkt benötigt. Wie geht es mit Profil auf? Dali tie se barani luge vo momento vo Germania? Ispomnavte deka ova može da bide фактор за дестабилизирање на домашната економија. Ве загрижува ли тоа? Also die deutsche Industrie oder Wirtschaft benötigt in der Regel Personal im Pflege-, Gesundheitsbereich und im technischen Bereich. Aber genau das benötigt die Wirtschaft und die Gesellschaft hier in Nordmazedonien auch. Und gerade hier haben sich in Nordmazedonien in den vergangenen 6-7 Jahren sehr, sehr gute Möglichkeiten am Arbeitsmarkt für die Mazedonier entwickelt und gerade auch dezentral. Und es kommen weitere neue Investoren in das Land. Das heißt also auch mittelfristig gesehen wird natürlich auch das Lohnniveau für spezialisierte Leute auch hier stark ansteigen. Und je weiter die Qualifikation des jeweiligen Mitarbeiters ist in Nordmazedonien, desto größer ist auch das Potenzial, hier aufzusteigen in Nordmazedonien. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig festzustellen, wenn wir mal von dem Berufsbild der Krankenschwester, des Krankenpflegers oder Altenpflegers sprechen, dass wir hier eine Situation haben, in der die Fachkräfte in Nordmazedonien nicht nur gesellschaftlich hoch angesehen sind, sondern auch sehr gutes Geld verdienen. Und sie sind hier in der Gesellschaft Spitze der Pyramide und in Deutschland wären sie ganz weit unten. Sie werden eingestuft als Hilfskräfte, damit sind sie schon mal im Gehalt meistens unter dem. Und die Krankenschwestern in Deutschland verdienen leider sehr gering. Und deswegen ist der Bedarf so groß, weil die Deutschen das nicht mehr gerne machen. Und genau das Gleiche geht auch für die Ärzte. Die deutschen jungen Ärzte wandern aus Deutschland ab aufgrund nicht so guter Arbeitsbedingungen, aufgrund schlechter Gehälter für Ärzte. Дали знаете колку медицински персонал, сестри медицински и лекари се заминати од Северна Македонија во Германија во последниве 5 години? Ich kann Ihnen die absolute Zahl nicht sagen. Das ist natürlich, wenn wir Ich nehme eine fiktive Zahl, sagen wir mal 100, 140, dann ist das für ein Land wie Mazedonien signifikant, für Deutschland selber nicht. Wir haben alleine 7000 deutsche Ärzte, die in der Schweiz arbeiten. Und das ist eigentlich unser Hauptproblem, die nach Norwegen, Schweiz und England gehen. Und wir können davon ausgehen, dass wir natürlich, wenn wir hier die Mediziner, die an der Universität uns anschauen, die Medizinstudenten, dann haben wir hier einen großen Anteil derer, die auch Deutsch lernen. Und ich finde das für unsere Perspektive, für die Interessen der deutschen Krankenhäuser natürlich gut, muss man berücksichtigen, das ist für uns natürlich wichtig, aber wir können uns nicht erlauben, hier dieses Land ausbluten zu lassen, weil wir eben auch den Standort aus der deutschen Perspektive benötigen, hier zu produzieren und auch eine Stabilität in der Region zu haben. Und
noch einmal, die Gehälter haben sich sehr positiv entwickelt und wir finden hier auch die Perspektive für den Mazedonier vor Ort, eine Arbeit zu finden. Ich möchte aber vielleicht auch nochmal erwähnen, dass für die neu hinzukommenden Investoren, die ja Arbeitsplätze hier im Land schaffen, es eine weitere Problematik gibt. Das sind nämlich Transferleistungen, die von Western Union aus Deutschland oder Schweiz in dieses Land reingehen und die dazu führen, dass arbeitsfähige Bevölkerung hier zu Hause bleibt und aufgrund der Transferleistungen. Ja, also nicht nur ein Problem für Investoren ist eine möglich wachsende Migration nach Deutschland oder in der Schweiz, sondern es sind auch die Kapitaltransfers aus diesen Ländern, die natürlich eine gewisse Form der Gemütlichkeit zu Hause ermöglichen und dadurch die Attraktivität in einem werkstätigen Beruf eine Anstellung zu finden, vielleicht geringer ausgeprägt ist. Како го толкувате тоа што многу млади луѓе овде токму така живеат чекајќи средства од своите родители или вработените роднини во странство, а кога ќе дојдат таму стануваат добри работници, не се мрзливи како што се дома. Менталитетот е во прашање? Das ist, glaube ich, ein globales Phänomen, was man in allen Nationen oder Ethnien vorfinden kann. Und das Phänomen zu Hause hier in Skopje, in Debamalo, im Café zu sitzen und nicht zu arbeiten, ist eine schöne Form des Lebens, die allerdings natürlich perspektivisch eine Sackgasse ist. Und genau diese Menschen wollen wir eigentlich abholen und auch Employability, also die Beschäftigungsfähigkeit ermöglichen. Aber die Vorstellungen vieler von der Realität sind halt nicht immer mit dem kompatibel, was eigentlich auch der Arbeitsmarkt und die Unternehmen bieten. Der Arbeitsmarkt bietet gute Chancen, aber die Wahrnehmung dessen sind eigentlich begrenzt. Ich möchte vielleicht auch noch ergänzen, wieder zu dem Ausgangspunkt hinkommen. Die womöglich in Debamalo sitzen, das ist ein sehr schöner Stadtteil, aber haben vielleicht auch die falsche Ausbildung. Es hat keinen Wert, wenn alle in Nordmazedonien Jura, internationale Beziehungen und Marketing studieren. Da gibt es keinen Arbeitsmarkt für. Es gibt Arbeitsmöglichkeiten, Opportunitäten in dem Bereich der technischen Industrie, Mechatroniker, die wir jetzt auch ausbilden, und die Maschinisten. Und deswegen bereiten die Unternehmen mit der dualen Berufsausbildung die Schüler jetzt auf das reale Leben vor und bringen auch einen Kulturwandel und eine Adaption an die Realität für die jungen Schüler. Дали овие професии што ги спомнавте им ги сугерирате на младите луѓе за да најдат работа овде или да најдат работа во иднина во Германија? Also, die Delegation der deutschen Wirtschaft in Nordmazedonien in Zusammenarbeit mit zurzeit 10 Unternehmen, zum nächsten Jahr werden es 12, 13 Unternehmen, dann auch noch in Tetovo und in Skopje. Also wir sind an 5 Standorten im Moment. Wir bilden für die Unternehmen hier in Nordmazedonien aus. Und die Absolventen werden eine Karrieremöglichkeit, eine professionelle Möglichkeit ihres Werdegangs in den Unternehmen hier vor Ort haben. Natürlich haben wir eine Mobilität, natürlich ist dies eine mögliche Gefahr, aber jetzt wieder zu dem anderen, wenn wir eine Globalisierung der Universitätsabschlüsse haben, im Bachelor- und Masterabschluss, können Sie davon ausgehen, dass mit der Anerkennung der Universitätsabschlüsse das noch viel eher ein Gefährdungspotenzial ist, nur mit dem Unterschied, diese Sozial- und Geisteswissenschaftler werden in Deutschland dann bei McDonald's arbeiten als Juristen. Eine mögliche Form. Ja? Und wir haben hier mit der dualen Berufsausbildung natürlich eine Chance, in technischen Berufen die jungen Menschen auszubilden, mit einer Perspektive, Karrierechance in Nordmazedonien. Ja, aber auch möglicherweise gibt es ein Mobilitätspotenzial,
Aber das wird es in jedem Fall immer geben. Ja, wir haben eine globalisierte Wirtschaft und damit auch eine Mobilität der Arbeitskräfte und das ist eine Konkurrenz. Aber jeder, der einmal nach Deutschland gegangen ist, wird feststellen, Preise und Steuern und Abgaben sind groß. Denn wir sprechen in Deutschland immer von Bruttogehältern und da geht die Hälfte an Steuern und Abgaben rum. Und dann ist die Hälfte vom Netto nochmal für die Miete gezahlt. Sie werden monatlich am Monatsende bei der Null stehen. Кои луѓе и на кој начин ги школувате? Тие што се веќе вработени, па ги дооформувате овие профили што ви недостигаат? Или средношколци доаѓаат во вашите проекти за да се оформат? Zum jetzigen Zeitpunkt ist unsere Kooperation mit den Unternehmen und den Mittelschulen in der Form, dass wir eine vierjährige Ausbildung an der Mittelschule machen. Das heißt, die Kinder starten im Alter von 14 Jahren und kriegen dann mit dem Abitur ihren Schulabschluss plus ein Zertifikat mit zusätzlichen Prüfungen, Abschlussprüfungen, die wir mit den Unternehmen durchführen. Und wir bewegen uns mit der dualen Berufsausbildung Abstimmung auch mit dem nationalen Gesetz für die Ausbildung. Und das ist so, dass wir nicht mit den Universitäten konkurrieren. Wir machen das im Vorfeld, so wie das früher auch in den alten sozialistischen Ländern üblich war, in der Polyoberschule. Das ist vergleichbar mit dem, was in der DDR oder auch im ehemaligen Jugoslawien ausgebildet wurde. Und an den ersten Standorten, in denen wir ausgebildet haben, im ersten Jahr, haben wir 30 Schüler gehabt und im zweiten Jahr, jetzt mit 5 Standorten, sind wir schon bei 100 Auszubildenden. Wenn wir 7 Standorte im nächsten Jahr haben, also zu Beginn dieses Schuljahres, gehen wir von einer Schülerzahl in dem Jahrgang von 120 aus. Das hat also dann für das Land schon einen positiven sozioökonomischen Einfluss-Impact. Господине Мартенс, за 3 години ќе се подготват 120 ученици кои ќе можат да се вклопат во германските компании што имаат инвестирано во Македонија. Но, јас неофицијално имам информација дека во моментов 50 луѓе од едно село во близина на Тетово се спремаат да заминат во Германија после 1 март. Дали ова е солиден баланс? Ja, das ist eine große Herausforderung. Ich glaube aber auch, dass das viele Leute zum Teil auch einer Missinformation unterliegen, weil, wie gesagt, die Berufe, die wir in Deutschland am Arbeitsmarkt benötigen, beziehungsweise deren Fachkräfte für die Berufsfelder, Berufe sind, die zum Teil auch hier in diesem Land nicht immer ausgefüllt werden, weil eben die breite Masse internationale Politik, Marketing und Soziologie studiert und eben nicht Klempner, Elektriker und Maurermeister und diese Berufe. Insofern denke ich, ist da eine Informationsdiskrepanz und ich glaube wirklich, dass aufgrund der Möglichkeiten am Arbeitsmarkt eine Chance im Land sich ergibt und gerade auch, wenn wir von Tetovo sprechen, hier sind ja die Investoren auch und die suchen händeringend nach Mitarbeitern. Und das muss man auch mal sagen, die Chancen in Tetovo sind ja da, die Unternehmen gibt es. Und man muss einfach auch sagen, dann informiert euch als Bürger von Tetovo und nimmt Kontakt zu diesen Unternehmen auf, schaut euch das an. Und die Schulen sollen ihre Schulwandertage dazu nutzen, an einem Tag die Fabriken mal zu besuchen. Und einfach den Kindern auch zu zeigen, wie moderne Produktion, wie technologiebasiert die moderne Produktion ist. Das ist spannend, das ist toll. So hast du право со тоа. Едноставно овде недостига контакт меѓу младите луѓе што бараат работа и компаниите што бараат работна сила. Кажете ми на крај да го заокружиме овој разговор, колку компании, колку инвестиции од Германија има овде во моментов, колку вработуваат луѓе од земјава? Also eigentlich sind erst einmal alle Unternehmen auf der Suche nach Mitarbeitern und es kommen ja weitere auch noch in das Land hinein. Und im Moment ist die Beschäftigungszahl bei den Unternehmen mit deutschem Kapital bei 20.000 ungefähr gelegen und die Tendenz wird sicherlich auf 25.000
gehen. Das heißt, hier haben wir nochmal einen starken Anstieg. Ja, das ist ein, ich denke mal, 25% werden hier noch mehr an Arbeitsplätzen durch die deutschen Unternehmen geschaffen. Und das zeigt, dass der Wettbewerb um die Arbeitskräfte stärker wird. Und das sind Perspektiven für die Leute hier vor Ort. Und die Unternehmen investieren im Schnitt, ich würde sagen, zwischen 1 Million und 40 Millionen Euro hier in die Produktion, wenn sie hier vor Ort herkommen. Vielleicht abschließend noch zu sagen, dass das Bild, was junge Menschen von den Industrieunternehmen haben, stimmt auch dahingehend nicht, was die Gehälter angeht. Die Gehälter sind natürlich unterschiedlich und je höher die Qualifikation ist, ist auch das Gehalt. Und diejenigen, die bei uns an der dualen Berufsausbildung teilnehmen, haben eine Karrierechance auch mit ansprechenden, ansteigenden, spezifisch guten Verdienstmöglichkeiten. Die Gehälter werden sich anhand der Ausbildung auch entwickeln.